Und willkommen zurück zu einer neuen Folge Assassin's Creed. So, weiter geht's mit dem nächsten Fragezeichen, Leute. Wir sind hier auf Fragezeichen-Erkundungstour sozusagen. Und machen hier den kleinen Abschnitt, hoffe ich mal, fertig heute. Aber das sehen wir dann später. Banditenlage wieder mal. Wir schauen mal. Hier dürfte ja normal nicht so viel rumrennen. Einer. Zwei. Da ist der Schatz, den holen wir uns jetzt gleich. Dann wollen wir dann nicht mehr hochrennen später. Okay, drei habe ich jetzt gesehen. Hä? War der Schatz nicht hier? Ach du Scheiße, der ist doch unten drin oder was? Wird es wahrscheinlich wieder irgendein Tunnelsystem. Oh. Läuft. Den Rest noch mit. So. Bildmachgerät an, ganz vergessen, Leute. So, nächste wäre dann hier. Das können wir uns anschauen und dann gehen wir halt schon mal hier hoch. Alles schlechter, ey. Ja, ein bisschen mehr Rüstung nehmen wir dabei das mit, das hilft nicht. Dann können wir uns gleich das Boot hier nehmen. Ich hoffe, das geht. Alter, ein Speedboot.
Sehe gar nichts hier. Hier ist der Schatz. Auch nichts Gescheites. Ding haben sie aber hier. Oh nee, oder? Ich muss echt was machen, ausrüstungstechnisch. Man merkt schon, entweder ist meine Rüstung so schlecht oder der Schwierigkeitsgrad steigt an oder zieht an. Jetzt wollte ich mal schnell schauen. Hier was. Okay, das ist das da, okay. Willst du mich verarschen? Wo ist mein Boot? Was ist mein Boot weg? Ich dreh durch. Erstmal gleich abspeichern hier. Sie werden mich suchen. Schau mal, wie die Gegner hier sind. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Ja, warum sind das so viele Gegner hier? Habe ich überhaupt was zu tun in dem Scheißdorf? Nee. Das ist genauso ein Ding wie der
hinten war. Dann gehen wir gleich hier hoch. Man muss hier nicht übertreiben. Man kann mich hier nicht hoch. Ich habe auf jeden Fall nichts angezeigt, dass ich irgendwas plündern müsste oder so. Könnte sein, dass ich da vielleicht später Quests oder so habe. Dann müsste natürlich... Wilder Leopard, Alpha-Tier erledigen. Ist der da, oder? Wo rufe ich mir das? Eine Hülle hat er nicht, oder? Nee. So, dann gehen wir hier hoch. Da scheint ein kleiner Ort zu sein. Wolfi, bleib du mal da, wo du bist. Festung. Oh. Oh. Das ist ein größeres Projekt jetzt. Neuer Anführer entdeckt, okay. Ach du Scheiße. Okay, ist auf jeden Fall machbar, man muss bloß halt langsam vorgehen. Mein Gott, sind das viele Gegner. Kann ich hier nochmal speichern? Ich speichere nochmal nicht, dass ich hier jetzt verrecke und dann kann ich den ganzen Scheiß nochmal machen. Ich weiß eben nicht, wie viel Power die haben. Ob ich die mit einem Ding kriege oder nicht? Das ist die Frage. Ja.
doch scheiße. Hey, abhauen wir, das bringt mir nichts. Mit die Tür gleich mal. Müssen wir schauen. Ah, das ist der Scheiß. Das ist ja einer 18er. Oh Gott, wir müssen schauen, ob wir... auf jeden Fall das Leuchtfeuer irgendwie manipulieren können. Dass sie keine Verstärkung rufen können. Vielleicht nur ein Vogel, aber ich sehe mal nach. Okay, MB4-Server haben wir schon. Ist ja jetzt geil, wenn wir den blöden Idioten da gleich kriegen. Das Leuchtfeuer ist da oben. Wo kam das gerade her? Genau, komm du mal her, du kleiner Penner. Ich weiß eben nicht, ob wir den jetzt mit dem Attentat kriegen. Mein Gott, der kann doch nicht stehen bleiben. Hier geht eine richtige Patrouille hier, der Penner. Bereit!
Geht das schon wieder zum Leuchtfeuer? Ich dreh durch. Warte mal, können wir das Kopfgeld bezahlen? Wo sind die runtergefallen? Hier irgendwo, oder? Zum letzten Mal. Du musst dir wissen, worauf wir stolz sein können.
Okay, die Eroberungsschlacht ist verfügbar. Der ist down. Das müssen wir noch eigentlich kriegen hier. Das wird ein schneller Tod. Okay, haben wir den auch. Alter. Okay, die anderen sind jetzt nicht mehr so stark, glaube ich. Noch einer. Boah, der hat auch so eine große Krone. Das können wir leider nicht. Das ist der Ende.
Okay, wir haben jetzt noch 4, 1 noch. Der ist da hinten irgendwo, oder? Da oben. Ah, Startschatz. Oh, schönen Bogen. So, und jetzt müssen wir die blöden Gefangenen noch befreien. Wie werden die denn sein? Ich kann mir schon vorstellen, wo, und zwar müssen wir wieder runter wahrscheinlich. Ach so, das ist bloß so ein Eingang gewesen praktisch. Ah, die Gefangenen sind da hinten. Verarschen? Was geht da drüben vor sich? Warum greifen die mich nicht an? Okay, da hinten ist das letzte. Abgeschlossen. Fertig, diese blöde Festung. Boah, alter Schwede. Okay, hier ist 18er. Lasse. Ach komm, die lassen wir jetzt mal. So, dann gehen wir zum nächsten Fragezeichen. Das dann hier wäre. Ja, das nimmt schon ein bisschen Zeit in Anspruch, diese blöden Dinger da. Die Festung, also es dauert schon immer ein bisschen. Wilder Eber.
Na komm her, du Schwein. So, okay. Haben wir den wilden Eber erledigt. So, was ist das hier? Okay, ist angreifbar. Dann greifen wir nochmal an. Da müsste er eigentlich gleich down sein. Schild hier, du Trainer, Kenner. Jetzt habe ich schon wieder so viel Kopfgeld. 18, 17. Wenn wir mal speichern können. Ach, ich drücke immer die falschen Knöpfe, Mensch. Alter, dieser Scheiß! Ist doch beschissen! So wie er gespeichert davor. Wo sind jetzt? Oh, sind nicht da oder was? Was ich sie mir holen? Der hat bestimmt den scheiß Tiger dabei. Thank you.
Söldner leben. Komm, müssen wir wieder hochkommen. Hätte ich fast nicht schaffen können. Wir verarschen, sind ja drei! Na, da kann ich aufhören. Gegen drei. Das ist ein Witz. Bin ich noch ein bisschen zu schwach für. Einer, okay. Zwei vielleicht noch, aber drei, das ist schon heftig. Komm, wie haben wir denn jetzt? Kohle. Komm, wir bezahlen das Kopfgeld. Dann ist Ruhe. Dann ist Ruhe im Puff. Und wir schauen mal, was wir jetzt machen könnten. Hier oben wäre noch ein Fragezeichen. Gehen wir gleich mal zum Schmied. Und dann werden wir mal schauen, ob wir vielleicht unsere Rüstung ein bisschen hochballern. Was sind wir denn jetzt für Level 18? Wie weit brauchen wir noch zu 19? Nicht mehr viel. Vielleicht wäre es besser, wenn wir bis 19 warten und dann zum Schmied gehen, weil du ja... Die Rüstung kann man ja bloß bis zu dem Level aufstufen, in dem man sich gerade befindet. Schatzplündern. Wahrscheinlich wieder eine Unterwasserhöhle oder sowas. Du sollst runtergehen. Was machst du denn? Sag ich doch. Sieht aber komisch aus. Hier wird es auch so. Aussieht wie die eine Höhle dort. Da wo wir unseren... Wow. Was ist das? Das war's oder was? Ich glaube, da kommt ein bisschen mehr. Schon so eine extreme Hülle hier ist. Hier nochmal gucken. Hier ist der Schmied. Das ist aber komisch gelegen. Minderwertige Ware wirst du hier nicht finden. Wir verbessern mal. Und zwar einmal das hier. Das ist doppelter Schaden, gell? Das kostet uns ja Spaß. 4700. Thank you.
So, okay. Verbessern. Was können wir noch verbessern? Könnten diesen hier verbessern? Jo, das machen wir auch mal. Und wir verbessern einmal diesen. Oh, da geht die Kohle dahin, ey. Okay, dann müssten wir eigentlich... Den lassen wir erstmal noch. Den lassen wir auch noch. Und dann schauen wir mal auf Verkaufen. Wir werden jetzt mal alle Handelsgüter verkaufen. Und verkaufen halt hier das ganze Zeug noch. Ein bisschen Kohle kriegen. Okay, schaut doch schon besser aus. Bitte, frag, wonach dein Herz verlangt. Sieht doch schon besser aus. So, einmal bitte diese hier. Trophäe erhalten. Sieht auf jeden Fall schon mal besser aus. Und diesen hier. Genau, und somit müssten wir eigentlich schon. Müsste jetzt besser laufen. Okay, Leute, dann würde ich sagen, machen wir an der Stelle einen Cut und sehen uns auf jeden Fall in der nächsten Folge wieder. Bleibt auf jeden Fall dran. Ist sehr, sehr spannend. Bis dahin wünsche ich euch noch viel Spaß auf meinem Kanal. Ciao, ciao. Euer Andi.